Ich habe ein Spinnennetz gemacht und daran ein Mini-Macht dieses Buch fertig aufgehängt, weil ich das Buch an einem Faden aufknüpfen und gegen Wände knallen lassen soll. Ich habe aber nie Bock, exakt das zu tun, was das Buch verlangt. Also habe ich eine Mini-Schrankwand gemalt, haufenweise Zaubertrankfläschchen reingestellt und dann noch ein bisschen gezündet. Die angeflammten Schriftrollen habe ich in Schubladen gepackt und noch einen Schädel gemalt. Dann noch eine kleine Spinne aus Draht und Schnur zurechtfummeln, das kleine Minibuch binden, alles miteinander verbinden und die Aufgabe erfüllen.